Ist Lenovo Legion 5 Pro der beste Laptop des 2022? Lass uns herausfinden! Das ikonische Y von Lenovo Legion ist zu einem Symbol geworden, das in der Computerwelt bekannt ist. Ich benutze schon diesen Laptop bereits seit 6 Monaten. Daher sind einige Flecken und Staub darauf zu sehen. Und ich muss zugeben, dass ich davon beeindruckt bin. Ich benutze es zum 95% als Content Creator und nur mit einem winzigen Anteil als Gamer. Das ist auch ein Grund, warum ich mich für folgende Konfiguration entschieden habe. Es hat Ryzen 7 5800H Prozessor, 32 GB von RAM, 1 TB NVMe M.2 und RTX 3060 Grafikkarte. Lassen Sie mich Ihnen zeigen die interessanten Funktionen dieses erstaunlichen Laptops. Man kann nicht eindeutig sagen, dass dies oder das Hauptmerkmal von Legion 5 Pro ist. Aber wenn ich das auswählen müsste, mit dem ich beginnen möchte, wäre es das 500 Nits 2K Display. Es ist mehr als ausreichend, um an einem sonnigen Tag außen zu arbeiten. Die Farben sind korrekt, um Ihnen in Ihrem kreativen Prozess zu vertrauen, selbst bei Projekten, die Sie für Ihre Kunden erstellen. Das Display ist scharf, auch wenn Sie es bei Spielen möglicherweise nur auf Full HD umschalten. Ein weiterer außergewöhnlicher Teil, den ich als kreativer Mensch liebe, ist das Trackpad und die Tastatur. Dies ist das erste Trackpad, mit dem ich mich wohlfühle. Jeden Tag schreibe ich viel, daher ist die Tastatur für mich sehr wichtig. Die Tasten fühlten sich am Anfang etwas zu matschig und zu weit auseinander an, aber daran habe ich mich schnell gewöhnt. Das Einzige, was mir an dieser Tastatur noch fehlt, ist die Optionstaste. Ein weiteres erstaunliches Feature von Legion 5 Pro ist die Palette von Ports. Insgesamt enthalten sie 10 Anschlüsse. Von LAN, USB-C Anschlüssen, USB 3, HDMI, TRS Jack, aber einer fehlt mir sehr. In der Pro-Version dieses Laptops können Sie den Kartenleser nicht finden. Das ist aber schade. Alle von uns Creators verwenden Kameras und keine Kartenleser zu haben, macht unsere Arbeit nur kompliziert. Was diese Laptop auszeichnet, ist die Leistung, die für unsere kreativen Prozesse benötigt wird. Der Ryzen 7 5800H ist ein Powerhouse. Braucht man es als Gamer? Wahrscheinlich nicht. Aber wünschen Sie es als jemand, der mit Programmen arbeitet, die jede Form von Daten rendern? Die Antwort ist absolut ja. Der Ryzen 7 ist die beste Balance zwischen Preis und Leistung. Seine 16 Cores ziehen selbst in Balance Mode wie verrückt. Wenn man sich die Vergleiche anderer YouTube-Tester ansieht, sieht man, dass der viel teure Ryzen 9 nicht mehr als 10% mehr Leistung bringt. Die Taktrate und die CPU-Auslastung sind sowohl im Power-Modus als auch im Balance-Modus stabil. Die Leute von Lenovo haben bei der Konfiguration dieses Modells erstaunliche Arbeit geleistet, da sie eine sehr stabile Leistung bei stärkerer Nutzung bieten und Legion 5 Pro bei normalen Aufgaben sehr leise machen. Wenn Sie in den Power-Modus wechseln, werden die Lüfter eingeschaltet und geben ihr Bestes, um diesen Laptop ausreichend kalt zu halten. Ich persönlich benutze immer nur Balance-Modus. Auf diese Weise lasse ich den Laptop den besten Modus für die aktuelle Arbeitsleistung auswählen. Bei Schreiben eines Textes, beim Surfen und bei all den alltäglichen Aufgaben hört man kaum Luftgeräusche. Aber auch wenn das Kühlsystem von Legion 5 Pro sehr gut ist, kann ich ein gutes Kühlpad nicht genug empfehlen.
Bis zu diesem Review hatte ich nur die Erfahrung mit den Rändern von 4K-Videos von 8-Bit/4.2.0, daher kann ich nicht zur Wiedergabe von Videos mit höherer Bitrate sprechen. Bisher hat die RTX 3060 das Videomaterial bedenkenlos verarbeitet. Welche Grafikkarte würden Sie für diesen Laptop wählen? Nun, lassen Sie mich Ihnen diese von vier verlangten Timings zeigen. Wie habe ich schon gesagt, enthält mein Legion 5 Pro 32 GB von RAM in Dual Channel. Ich habe meinen Laptop jedoch nicht geöffnet, da ich die Garantie nicht brechen möchte. Aus diesem Grund kann ich weder bestätigen noch dementieren, ob es ein RX 16 oder ein RX 8 RAM hat. Die Verarbeitung ist solide. Abgesehen von ein paar Kleinigkeiten liebe ich es wirklich, an diesem Laptop zu arbeiten. Es ist nicht das dünnste, es ist nicht das schnellste, aber das Lenovo Legion 5 Pro ist sicherlich einer der, wenn nicht sogar, die beste aller Laptop-Optionen für Content Creators im Jahr 2022. Und Sie, sind Sie ein Spieler oder ein Content Creator? Schreiben Sie mir in die Kommentare unter diesem Video. Wenn Ihnen dieses Video gefällt und Sie die erweiterte Rezension sehen möchten, die in Kürze veröffentlicht wird, abonnieren Sie diesen Kanal. Alle Links in der Beschreibung sind Affiliate-Links. Wenn Sie also etwas über Sie kaufen, bekomme ich eine kleine Belohnung ohne zusätzliche Kosten für Sie. Der Design ist einfach, die Stärke ist immer verfügbar und so mag ich meinen Laptop. Wenn Sie möchten diesen Laptop erhalten für besten Preisen, klicken Sie auf die Links unter diesem Video. Mein Name ist Mario Becchi, danke fürs Zuschauen und wir werden uns bald sehen. Ciao!